Ja, liebe YouTube-Freunde, ich bin's wieder, Andreas von Purklang. Ich habe euch heute wieder eine Flöte mitgebracht. Ich stehe hier wieder mal mitten im Wald, ein wunderbarer Ort, um Flöte zu spielen. Und zwar ist es diese Flöte hier, wie ihr sie sehen könnt, sieht wieder aus wie eine Bambusflöte. Ja, anhand dieser Knoten. Ist aber keine Bambusflöte, es ist wieder mal Birnenholz, das nur wie Bambus gedrechselt ist von der Optik und dann etwas geflammt an den Knoten, sodass die Knoten stärker zur Geltung kommen. Und warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich nicht immer Bambus da habe und Bambus ein Material ist, das halt relativ leicht reißen kann immer wieder mal. Und so habe ich eine Möglichkeit, dass ich die Bambusoptik herstellen kann und gleichzeitig aber die Stabilität von einer Hartholzflöte habe. Diese hier ist aus Birne, wie gesagt, ein wunderbares Holz für Flötenbau. Und die Anblastechnik oben ist wie bei einer Indianerflöte, nur eben ohne diese lange Luftkammer. Eine Indianerflöte klingt noch einen kleinen Tick weicher durch diese Luftkammer, wollte ich hier nicht haben, auch von der Optik her nicht. Deswegen habe ich es eben ganz einfach oben gehalten, weil zum Beispiel die arabische Ney oder die arabische Kavala, die sind auch sehr einfache Flöten, nur so Schilfrohrflöten, die kennst du von meinem Kanal, die man seitlich so spielt und so kriegt es ein bisschen diesen Charakter. Ja. Trotzdem wird sie eben so gespielt wie eine Indianerflöte, von daher für jeden ganz leicht spielbar, man kann sofort einen Ton spielen, also wirklich sehr, sehr leicht. Ja, und diese Flöte hat 6 Grifflöcher, wie man hier oben sehen kann, also hier erstmal 5 und dann ist hier unten noch ein kleines Loch für den kleinen Fänger eben. Ja, diese Flöte ist schon H gestimmt und wie sie klingt, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ja, das war meine arabische Flöte. Wem das kurze Video gefallen hat, der gibt mir einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und wer mehr Infos haben will zu dieser Flöte oder zu meinen anderen Instrumenten, der schaut auf www.purklang.de. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.